Heute geht es zum Einbau der TH360 Snow Edition und zwar die 360er AIO Wasserkühlung mit ARGB. Da sind 320er ARGB Fans drauf und natürlich ist das Ding auch in der Mitte beleuchtet. Hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hardware World. Schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt. Hier ist euer Darky. Heute geht's zum Einbau in das H200, also in das Tamety-Gehäuse. Wer sich vielleicht erinnert, ich verlinke das Video natürlich oben nochmal im i. Habe ich irgendwann mal angefangen, für die Werkstatt ein i7 zusammenzubauen. Und was mir zum Glück noch gefehlt hatte, war dort eine anständige 360er Wasserkühlung, was in dem Gehäuse nur in der Front möglich ist. Da schon mal vorab. Oben rein geht nicht. Und zu diesem kleinen Experiment hätte ich euch gerne mitgenommen heute. Und zwar, bevor sich wieder einer wegen dem sogenannten Luftstrom auf Deutsch, für den Airflow beschwert, musste ich feststellen, vorne gehen drei rein, oben hatte ich einen raus und hinten hatte ich einen raus. Das war ein bisschen wenig, gerade in der Sommerzeit. Also wurden oben einer nachgebaut. Nochmal Fan nochmal zu. Packe ich euch auch in die Videobeschreibung, damit das natürlich auch schön gleichmäßig aussieht. Es gibt einen kleinen Einbau und natürlich auch einen Test. Und wir dürfen hier obendrein nicht vergessen, wir haben Sommerzeit. Heißt hohe Temperaturen, kleines Gehäuse, Midi Tower, ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Aber dann haben wir auch einen Extrembereich. Wir kommen in den Temperaturen weil es ein Asus-Board ist, habe ich die Asus-Software genau und habe HW-Monitor benutzt. Aber HW-Monitor habe ich so momentan das Gefühl, das spinnt ein bisschen und zeigt ein bisschen zu viel an. Deswegen ist das immer so eine Sache, welche Software zeigt richtig an. Ich vertraue da in diesem Moment auf Asus, weil Asus ist ein Asus-Board und daher gehe ich jetzt mal von den niedrigeren Asus-Temperaturen aus. Und zu diesem kleinen Einbau und Fertigstellung dieser Maschine für die Werkstatt, weil ich dafür die Zukunft drauf streamen möchte, möchte ich euch herzlich einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und dann geht es jetzt ab zum 360er Thermaltek IO Check. Viel Spaß beim Video. So, kleiner Trick. Heute ohne Rode Mikrofon. Also entschuldigt den Ton, wenn der scheiße ist, kann ich jetzt auch nicht ändern, weil ich muss heute echt ein bisschen Gas geben. Schraubt die vorher über Kreuz fest, dann habt ihr es leichter. Kriegt er leichter die Schrauben durch. Und dann setzt ihr im Prinzip, ich drehe jetzt gleich mal die Kamera nur an und dann zeige ich euch, wie man die festschraubt. Das ist nämlich ein kleiner Trick, dann hat man es nicht so schwierig mit den Schrauben und da richtig zu treffen, dass man hier richtig die Anschlüsse hier findet. Muss jetzt halt nicht so ein Fummel. Ist wirklich leichter, glaubt es mir. Wir hoffen, dass alles passt. Sieht gut aus. Wird eng, aber muss passen. Hier hinten ist noch ein bisschen mit der Kabellage zu kämpfen. Aber. Aha, ich weiß, was stört. Das kriegen wir dann auch gleich rotiert. Die Leuchte muss weg. Schade. Das passt mir jetzt nicht, aber mal sehen, wie wir sie dann positionieren. Das kann man dann auch anders regeln. So, die Leuchte ist weg. Die stehe ich an. Und zack, passt. Wie ihr seht, na, jetzt kann ich hier eine Schraube nehmen. Dann kann mir das wirklich passgerecht. Zack. Brauchen nur noch anschrauben. Und habt da echt keinen Stress von, ne? Geht dann auch relativ zackig, wie man sieht. So, setzen die nächste an. Haben wir aber drin, wie ihr seht. Na? Jetzt können wir nach und nach die anderen auch ansetzen. Und haben es echt einfacher. Wir brauchen uns da nicht abquälen. Zack, angesetzt, drinne. Next one. Spart einen Haufen Arbeit und einen Haufen Fummelei. Wenn man das oft genug gemacht hat, dann muss man sich schon was ausdenken, um nicht die Lüfter hier hinter und her zu quälen. Das sitzt nämlich nicht. Wie man sieht, jede Schraube passt.
Und es war nicht viel Arbeit. Mehr. So, ich führe das jetzt erstmal fort und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an und setzen dann die Backplate und sowas auf. So, zum Schluss stehen wir das wieder alles über Kreuz fest, gehen einmal durch, handfest, immer dran denken, nach ab kommt lose, oder nach fest kommt lose, so, gehen die alle einmal durch, also über Kreuz, jetzt habe ich mich auch mal vertan, darf ich auch tun. Dann kümmern wir uns gleich um die Verkabelung, damit wir hier so ein bisschen Platz kriegen drin wieder. So, jetzt steckt er das Ganze hier in Reihe zusammen. Das ist Nummer. Die brauchen wir jetzt nicht. Die können wir zur Seite legen. Wir schnappen uns die drei Kabel und stecken die jetzt in Reihe zusammen. Ich zeige es hier nochmal. Da ist eine Nute drin. Nummer 1 und Nummer 2. Den Teil könnt ihr dann mit der RGB vom Board verbinden. Dann muss ich aber noch gucken. So, hier werden wir wohl eine Weiche brauchen, sonst funktioniert das dann so nicht. Oder wie sehe ich das? Die Lüftersteuerung. Gut, dann muss ich mir wohl erstmal eine Weiche besorgen. Im Lieferumfang ist natürlich auch eine Weiche dabei. Die stecken wir jetzt alle hier nach und nach. Ich kann das so, ich muss mich aufstellen dazu, damit ihr das auch sehen könnt. Wir nehmen Nummer 1, nehmen die Nute, so. Schnappen uns Nummer 2. Auch wieder richtig rum in die Nute. Das sind nur 3 Pin, funktioniert aber trotzdem. Und schnappen uns Nummer 3. Ist das auch erledigt? Muss das Ganze nur noch mit dem hier aufs Board. Und das kriegen wir auch hin. So, da wir hier einen 3-Pin haben, also einer zu, und das Board das auch nur kann, der hat keinen sogenannten, der ist ja auch im Lieferumfang enthalten, den habe ich euch mal gezeigt. Wo ist das gute Stück? Das ist so ein Stecker, der Kabel, ich finde gerade das Kabel nicht, das ist der sogenannte VGD. Den habe ich aber jetzt momentan nicht zur Hand und deswegen mache ich das Ganze dann mit dem Kabel. Oder ihr könnt natürlich auch den Controller nehmen. Über den SAD-Anschluss. Machen wir aber diesen nicht. Wir nehmen uns was und stecken das schon mal zusammen. Weil der ist ja dann nachher für die RGB von der Pumpe. Wieder zusammenstecken und dann passt das.
Jetzt sind wir zurück von unserem kleinen Einbau und unserem kleinen Test. Es ist immer schwierig im Sommer irgendwelche Tests mit AIOs zu machen, weil die Temperaturen meistens extrem sind wie oben in der Werkstatt. Da hatten wir jetzt irgendwie 28, 29 Grad Innentemperatur. Ist schon recht warm und ist ein bisschen problematisch. Zum Einbau noch mal kurz mein kleiner Tipp. Den habe ich euch ja gezeigt, weil ich bin letztens gefragt worden, wieso sind diese langen Schrauben dabei? Das ist ganz einfach, um den Radiator mit den Fans am Gehäuse verbinden zu können. Ist egal, ob ihr das in der Front macht. Die sind immer etwas länger. Da sind nicht die kurzen. Die sind halt nur dazu, da die, wenn man nur den Radiator befestigt und dann die Kühlung unterbaut, braucht man auch die langen Schrauben. Also diese sind immer im Lieferumfang egal, vorhanden, egal was man macht, man braucht sie und das sind immer ausreichend vorhanden. Zur Kühlleistung, da kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Wir kommen so um die 50, 56 Grad, gerade bei diesen Temperaturen, das ist halt der Hammer. Es macht meine 360er, die von Corsair auch nicht viel besser. Na, also da landen wir nun mal unter Volllast. Und mit verschiedenen Lüftereinstellungen von voll bis low bis mittel haben wir ja gesehen, kommen auch dementsprechend andere Temperaturen. Sie ist leise noch, da gibt es nichts zu meckern. Ich konnte nichts dran hören. Die Fans sind wirklich super, da gibt es nichts dran zu meckern. Die ganze Kühlung ist okay, man hat eine schöne RGB. Das Ganze noch in weiß gemacht, völlig passend ins System. Und ich bin diesen großen Kühler, Luftkühler jetzt im Gehäuse los. Ist auch nicht gerade förderlich für der Flur, wenn da drei reinblasen, da einer raus und da ging ja ursprünglich einer raus. Deswegen kann ich jedem empfehlen, macht genug Fans rein, damit ihr den Airflow bzw. genug Luft reinkriegt und genug auch wieder Luft rausgesaugt werden kann. Ist ganz wichtig, gerade bei diesem bei dem H200 ist ein Midi-Tower und das ist bei anderen Midi-Tower nicht besser. Da muss dafür gesorgt werden. Dann habt ihr auch einen guten Airflow und dann bekommt ihr auch nicht so hohe Temperaturen. Ganz völlig normal. Wird sich wieder einer beschweren bestimmt, warum ist in der Front? Ganz einfach, weil das ist die einzige Möglichkeit, im H200 hier ein 360er zu verbauen. Sonst muss ein 280er geht oben rein. Das wollte ich eigentlich auch damit demonstriert haben, dass das machbar ist. Optisch, wie gesagt, nochmal einfach toll. Ich bin begeistert. Ich bedanke mich nochmal herzlich an Thermaltik, dass ich das Ausstellungsstück zur Verfügung gestellt bekommen habe. Da hat man dann schon mal eher Glück ranzukommen als kleiner Kanner. Da nochmal großen Dank dran. In euer Vertrauen nämlich. Thermaltik ist einer meiner Lieblingsmarken. Und von der Qualität gibt es da auch nichts zu mäulen. Das ist ein Markenhersteller. Und
ich habe schon viele verbaut davon und viele sind auch noch im Einsatz, wie bei meinem Sohn. Und die laufen. Na, die bringen eine gute Kühlleistung. Damit kann man echt einiges erreichen, gerade mit einer 360er. Also qualitativ sehr hochwertig verarbeitet. Und das Ganze noch zu einem sehr günstigen Preis. Liegen zwischen 130 und 140 Euro. Tagespreis kommt immer darauf an, wo ihr sie kauft. Oder na, ihr könnt sie natürlich auch kaufen über den Produktlinken. Die findet ihr in der Beschreibung. Aber das ist jedem selber überlassen, wie er das gerne handelt. Ja, ansonsten gibt es da nicht mehr viel dran zu meckern. Wie gesagt, RGB gefällt mir besonders gut. Jetzt habe ich ein komplettes RGB-Thermaltiksystem. Das freut mich natürlich. Und wenn alles von einem Hersteller ist, da solltet ihr auch mal so als Tipp drauf achten. Dann habt ihr nicht so viel Software da zu installieren. In diesem Fall ist natürlich auch ein RGB-Controller mit dem Lieferumfang, aber ich habe natürlich noch einen zusätzlichen verbaut, weil ich da so ein bisschen mehr drin habe. Den packe ich euch dann auch noch mal in die Videobeschreibung. Den habe ich euch aber auch schon ein paar Mal gezeigt. Das Ding ist super. Ja, da habt ihr, glaube ich, irgendwie 10 oder 12 Anschlüsse, die ihr da machen könnt. Wenn ihr nur einen Anschluss, diesen sogenannten 5-Volt-Anschluss, da müsst ihr auch drauf achten, nochmal bei der ganzen Sache, das ist ein 5-Volt und kein 12-Volt, dann bombt ihr euch das Ding. Na, also 4 und einer in der Mitte ist zu. Ja, war es soweit. Ich kann euch das Ding nur weiterempfehlen. Absolute Empfehlung von mir. Bin sehr zufrieden und freue mich jetzt für die Zukunft von dort oben auch mal streamen zu können, auch bei den etwas wärmeren Temperaturen. Gegen meine Temperatur kann man ja was tun. Wir haben ja Lüfter da drin stehen. Okay. Ja, war es soweit. Nächste Video ist natürlich am Start. An die Abonnenten nicht die Glocke vergessen. Und wem es gefallen hat, natürlich Abo da lassen und das Übliche. Darüber freue ich mich. Wir können es gebrauchen. Wir wollen ja noch schließlich, ich oder mein Sohn, meine Söhne und ich, wir wollen ja hier noch ein bisschen wachsen, weil die unterstützt mich zurzeit. Ich werde alt. Ich schaffe das nicht mehr so viel alleine. Ja, ich sage Tschüss und Bye-bye. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Check hier auf dem Kanal. Ciao, ciao.